So, da bin ich mal gespannt, ob Sie schon das Ergebnis vom Splatfest haben. Also, immer ja damit. Ich bin schon gespannt, aber ich denke mal schon, dass wir gewonnen haben. Aber naja, wir werden es ja gleich herausfinden. Hey, da sind wir wieder. Zeit für das Neueste aus Inkopolis, direkt vor Ort am Inkopolisplatz. Dann mal raus damit, Marina. Wie? Was? Im Moment habe ich nur eine leichte Panik. Na, die Ergebnisse vom Splatfest sind noch da. Sind sie? Ach so, ja, also die Ergebnisse vom Splatfest sind da. So, dann schauen wir uns zuerst mal, welches Team am beliebtesten war. Finden wir es heraus. Okay. Okay, damit habe ich schon gerechnet. Damit habe ich auf jeden Fall schon gerechnet. Voll in der Überzahl. Alles klar. Badam. Ach, Menno. Ich freue mich so. Ja, auf jeden Fall. Okay. Soweit, so gut. Kommen wir zum Wichtigsten. Ja, Beliebtheit ist nicht alles. Schauen wir mal, welches Team die meisten Sieger hat. Genau. Bada, bada, oder? Ja. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber gut. Okay, da sieht man doch schon mal eine leichte Veränderung. Aber nur ganz knapp. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden, weil es gibt ja Leute, die nur Solo gespielt haben und manche so dem Team gespielt haben. Deswegen gab es auch die zwei Modi. Okay, war das beim ersten Tag genauso? Dass man das so ausgewertet hat? Kann sein, ich weiß es noch nicht so gerade. Im Ernst? Wow! Also dann, es ist soweit. Hier kommt das Endergebnis. Sieger des Splatfestes. Oh. Perfekt. Nice win. Bam. Nichts ist so heiß wie Eis. Nein. Damit ist es entschieden. Eis ist offiziell besser als Kuchen. Ob man da jetzt wirklich voll offiziell reden kann. Doch, so steht's in Kapitel 3 Absatz 5 der Splatfest-Regeln. Eis ist jetzt hochoffiziell besser als Kuchenperler. So sagt es das Gesetz. Ja, genau. Sie lässt es unkommentiert und guckt dabei grimmig. Ihr wart super, Team Eis. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. So, das war's dann auch wieder. Und denkt dran. Ihr seid cool, wir sind tender cool. Yay, wunderschön. War doch klar, dass Eis gewinnt. Ja, danke fürs Spielen. Ja, hat mich gefreut. Die Begrenzung von 4 Stunden. Okay. Splatoon 2, Splatfest World Premiere ist vorbei. Man sieht sich. Ja, einfach mal so ganz spontan, ja. Verpiss dich, du hast es gemacht und fertig und ja. Und ja, waren zwar nur die 4 Stunden. Okay, hab ja noch während der Nacht noch die Ami-Version noch gezockt, weil ich es unbedingt machen wollte. Aber ja, okay, gut. Hat mir gefallen. Und ja, das war's eigentlich schon. Und ich bin auf die darauf folgenden in zukünftigen Splatfests gespannt. Da würde ich sagen, war es das an dieser Stelle. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und auch bei der Vollversion dann am 21. Juli. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao Leute, macht's gut.